Hallo, hier bin ich wieder, euer Corgan Kingsnack mit Herz und Seele. Bereitet euch wieder euer Game Over vor. Heute im Video Stefan frisch gewürzter Gulasch-Ragout mit frischen Püree-Kräuter. Ein frisches und leckeres Sonntagessen. Was braucht ihr alles für eure Zubereitung? Einer meiner Fan meinte letztens so, mach doch mal Gulasch à la Stefan. Habe ich gedacht, ja, könnte ich machen. Und da lege ich noch einen drauf. Jeder Vorbereitung immer etwas trinken und hätte was nicht vergessen, ihr Lieben. Bevor es losgeht, Leute, will ich mich nochmal alle ganz herzlich bedanken. Alle meine Abonnenten, Freunde, Arbeitskollegen, Arbeitskolleginnen, Chefin, Chef. Will an euch alle bedanken, an meine Freunde und natürlich auch an meine Familie, an mir selbst. Ich habe die 2500 Abonnenten geknackt und es geht weiter. Wir knacken zusammen die 3000. Als erstes nehmen wir eine Schüssel. Macht euer Gulasch in die Schüssel rein. Dann brauchen wir ein bisschen Öl. Macht ihr eure Gewürze dran und vermischt das Ganze. Dann war mein Gulasch gewürzt. Dann legt den Schalter von eurem Herd um. Gebt eure Pfanne auf die Herdplatte. Macht noch ein bisschen Öl in die Pfanne. Dann macht euer gewürztes Gulasch in die Pfanne rein. Bratet euer Gulasch kräftig an. Dann einfach von eurer Zwiebel die Schale ab. Hacke ich die Zwiebel, aber ohne zu piepsen. Dann gebt eure frisch gehackten Zwiebeln in die Pfanne rein. Ebenso kräftig mit angebraten. Dann braucht ihr noch ein bisschen Tomatenmark. Ein Schuss von eurem Rotwein. Gebt ihr noch ein bisschen Rinderbrühe dazu. Habe ich noch ein bisschen Stärke hinzugegeben. Dann geben wir noch etwas Mexiko-Mix hinzu. Dann lasst euer Gulasch noch kochen. Dann schält eure Grumbeere. Schneidet eure Grumbeere in Stücke. Dann gebt eure Grumbeerstücke in einen Topf. Dann gebt noch Salz hinzu. Lasst euer heißes Wasser in den Topf reinfließen. Legt euren Schalter vom Herd um. Legt euren Topf auf die Herdplatte. Dann habe ich das Wasser aus dem Topf ausgeschüttet. Dann braucht ihr ein Stückchen Butter. Dann gebt ihr eure Gewürze dran. Diesmal gebe ich ein bisschen Kokosmilch hinzu. Dann passieren wir alles. Dann gebe ich noch ein paar Petersilie hinzu. Das Ganze vermischt und fertig war unser Püree. Dieser Püree ist echt gut geworden. Klatsche ich für die Treue meiner Fans das Rezept auf den Tisch flach. Da habe ich für meine Fans das Rezept frisch auf den Tisch flach gelegt. Stefan frisch gewürzte Gulasch-Ragout mit frischen Kräuterpüree. Schnell, einfach, frisch und lecker und Mahlzeit, meine Lieben. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und einen guten Start in die neue Woche. Euer treuer Hobbykoch und euer treuer Ethiker Hack-Mitarbeiter. Oh ja, Leute. Absolutes Geschmackerlebnis. Ihr wolltet schon immer mal ein Gulasch-Rezept? Hier habt ihr es, meine Fans. Euer Wunsch wurde erfüllt. Jetzt abspeichern, definitiv nach.